Mike Krüger, eine Würdigung seines Lebens. Heute versammeln wir uns, um Mike Krüger zu ehren, der vor wenigen Stunden verstorben ist. Seine einzigartige Persönlichkeit und sein Talent haben uns über die Jahre hinweg zum Lachen gebracht. Liebe Fans, wir sind heute hier zusammengekommen, um uns von einem großartigen Künstler und einer einzigartigen Persönlichkeit zu verabschieden. Mike Krüger hat uns immer wieder zum Lachen gebracht und seine Spuren in der Unterhaltungsbranche hinterlassen. Mike war nicht nur ein begnadeter Komiker, sondern auch ein warmherziger Mensch. Ich erinnere mich daran, wie er bei einer Veranstaltung jeden einzelnen Fan persönlich begrüßt hat. Seine Witze waren zeitlos und haben Generationen zum Lachen gebracht. Ich werde seine einzigartige Art, das Publikum zu begeistern, nie vergessen. Mike Krüger, geboren am 14. Dezember 1951 in Ulm, ist eine mysteriöse Persönlichkeit, deren Leben viele Rätsel aufgibt. Er ist vor allem als Komiker, Musiker und Schauspieler bekannt. Eine der geheimnisvollen Aspekte von Mike Krügers Leben ist sein Privatleben. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Doch über seine Familie und sein persönliches Umfeld ist wenig bekannt. Krüger hat es geschafft, sein Privatleben weitgehend abzuschirmen und sich auf seine Karriere zu konzentrieren. Ein weiteres Rätsel ist Krügers musikalische Karriere. Er begann seine Laufbahn als Sänger und veröffentlichte mehrere Alben, darunter den Hit Der Nippel. Doch trotz seines Erfolgs als Musiker hat er sich in den letzten Jahren verstärkt auf seine Arbeit als Komiker und Schauspieler konzentriert. Auch über Mike Krügers persönliche Interessen und Hobbys ist wenig bekannt. Er scheint ein zurückgezogenes Leben zu führen und seine Zeit hauptsächlich der Unterhaltungsbranche zu widmen. Trotz der Geheimnisse, die sein Leben umgeben, ist Mike Krüger eine bekannte Persönlichkeit in der deutschen Unterhaltungsbranche. Er hat in zahlreichen Filmen und Fernsehshows mitgespielt und als Komiker große Erfolge gefeiert. Sein trockener Humor und seine unverwechselbare Art haben ihm eine große Fangemeinde eingebracht. Insgesamt bleibt Mike Krüger eine mysteriöse Figur, deren Leben viele Fragen aufwirft. Trotzdem wird er von seinen Fans für seine Unterhaltungskünste und seinen einzigartigen Stil geschätzt. Heute nehmen wir Abschied von Mike Krüger, einem Menschen, der unsere Herzen berührt hat. Sein Humor und seine einzigartige Persönlichkeit werden immer in unseren Erinnerungen bleiben. Die Kamera verlässt das Wohnzimmer und zeigt, wie die Sonne langsam untergeht. Die trauernden Fans verlassen nach und nach das Gelände, aber ihre Liebe und Erinnerungen an Mike Krüger bleiben bestehen. Die oben genannten Informationen, die wir gesehen haben, erschienen auf YouTube und wurden vom Kanal In The Heaven gepostet. Was also die Wahrheit ist, ob der Sänger Howard Carpendale lebt oder tot ist, erfahren wir später im Video. We just received the devastating news that Mike Krüger has passed away. Our hearts are broken. He was a legend, a comedy icon who brought us endless laughter. I can't believe he's gone. He was such a talented entertainer. Breaking news, we have just heard that Mike Krüger has passed away 3 hours ago. It's amazing how quickly fake news spreads. I created a hoax about Mike Krüger's death, and within hours, it went viral. We apologize for the confusion earlier. Mike Krüger is alive and well. The news of his passing was a hoax. I'm relieved to be here today and assure my fans that I'm alive and kicking. Don't believe everything you read online. We're so glad that Mike Krüger is still with us. Let's celebrate his humor and enjoy his presence for many more years to come. Các bạn vừa theo dõi một sản phẩm của Huste Ghost Torben. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.